Mein Name ist Patrick Franzoni, ich bin Stellvertreter von der medizinischen Einsatzleitung Covid-19. Die Aktion "Wir testen gemeinsam gegen Corona" startet nächste Woche und dann werden wir im ganzen Land mehrere Strukturen finden, wo aufgebaut sind wie diese. Kommt mit, dann zeige ich es euch. Da wird es einen Eingang geben, einen Eingangbereich, wo man eine Annahme hat. Da werden meine Dokumente kontrolliert, ob alles korrekt ausgefüllt worden ist. Inzwischen kann ich die Hände desinfizieren. Danke. Perfekt. Super. Dann geht's weiter. Bewegt man sich schnell zu einem Testtisch, wie es schon bekannt geworden ist. Okay. Und am Testtisch, die Bürgerin, der Bürger ist imstande, mit Hilfe, mit Aufsicht von einer gebildeten Person, sich testen zu können. Dann wird die Kassette aufgemacht, am Tisch getan, danach wird das Stäbchen aufgemacht, die Maske wird ganz schnell runtergetan, ein paar Mal in den Nasenflügel gedreht, 4-5 Mal, 1, 2, 3, 4, 5. Auf der anderen Seite, ganz genau. So gehen die Virionen, werden festgehalten vom Nylon-Teil, vom ganzen Struktur. Dann wird die Küvette aufgemacht, die Spitze in die Küvette hineingetan, 10-mal drehen, 1, 2, 3, perfekt. Wichtig ist, dadurch wird das Virus auch inaktiviert. Also es ist jetzt in der Flüssigkeit, aber nicht mehr aktiv. Dann kann man das Ganze wegschmeißen. Der Tropfenzähler kommt drauf. Und dann werden 4 Tropfen, 1, 2, 3, 4, auf die Kassette getan. Ganz wichtig ist, wir warten dann einen Moment, bis man sieht, dass der Test startet. Das heißt, dass alles ordensgerecht stattgefunden hat. Okay? Und wir können die Dame, danke, verabschieden und dann geht es weiter. In der nächsten Viertelstunde wird das Ganze gelesen, das Resultat wird eingegeben und die Bürgerin der Bürger erhält dann die Zertifizierung vom erfolgten Test mit dem negativen, hoffentlichen oder positiven Ereignis. Wir testen gemeinsam gegen Corona ist eine sehr wichtige Aktion, die uns helfen wird, die Zahlen so gut wie möglich zu halten und vor allem wieder in ein normales Leben zurückzutreten. Danke.